Ja, hallo, ich bin der Marc Bernauer vom Erperland. Was treiben wir zurzeit im Spargel? Ja, wir sind hier in Savellingen auf unserem Acker. Wir haben die Dämme bereits gemacht. Die Folie wurde mit dem Traktor gelegt. Jetzt ist noch Handarbeit dran. Die Jungs hier ziehen die Folie auf. Das heißt, wir machen kleine Bügel über die schwarze Folie. Also hier unten liegt die schwarze Folie. Dann kommen Bügel drüber, die sieht man. Und dann wird die Folie gespannt. Die ziehen also einfach nur die Folie mit der Muskelkraft nach hinten, damit die Folie einen möglichst großen Luftraum bildet. Warum? Die Sonne kommt auf die durchsichtige Folie, trifft auf die schwarze Folie, es entwickelt sich Wärme. Die Wärme kann nicht mehr raus, also die Sonne kann zwar rein, aber die Wärme kann nicht mehr durch die Folie raus. Das heißt, es ist so ein kleines Treibhaus. Der Spargel kriegt viel schneller warm als normal, auf normalem Feld, wie es hinter uns ist und mit weißer Folie ist. Deswegen wird es hier viel früher Spargel geben. Also ich schätze jetzt mal so 2-3 Wochen können wir früher sein wie auf dem normalen Feld, gerade bei so Bedingungen, wie sie zurzeit sind. Das heißt, die Luft ist relativ kalt, wir haben es aber ein sonniges Wetter. Das heißt, der Spargel draußen, der nicht im Tunnel ist, der hat nur die Kühle. Und der Spargel, der hier unter der Folie ist, der kriegt richtig warm, weil sobald es ein bisschen warm ist, hat es unter dieser Folie direkt gleich 40 Grad und das pumpt dann die Erde, die trockene Erde auf und das treibt den Spargel einfach richtig schön an. Dadurch können wir an dem Feld, wo wir hier sind, einfach sehr, sehr früh Spargel ernten. Ja, ist noch viel Handarbeit, vor allem müssen wir die Folie noch schützen, da kommen noch Bügel rüber. Die melden für morgen Sturm und da hoffen wir einfach, dass das Feld und die Folie alles da bleibt und wir wenig Arbeit haben, das wieder herzurichten. Genau. Das treiben wir zurzeit. Das wird noch 2 Tage dauern. Sonst ist der Spargel fast überall gedämmt. Wir haben nur noch ein Feld im ganz schweren Schwemmlandböden, wo wir den Spargel noch nicht dämmen konnten, weil der Boden noch sehr, sehr nass ist. Ja, aber ansonsten warten wir dann einfach, dass die Sonne kommt und der Spargel kommt und wir bald wieder Spargel genießen können. Dann auf bald. Tschüss.